Ja, deswegen funktioniert auch nicht, wenn Freunde im Freundeskreis sagen, der sowieso und du, ihr würdet ja richtig gut zusammenpassen. Von Freunden und dann verkuppelt werden. Es ist ganz schrecklich. Auch der Druck dann. Ja, dann kriegst du teilweise da Leute irgendwie vorgestellt, wo du denkst, ey, da habt ihr aber auch noch mal auf den Speicher geguckt. Du thematisierst auch, du bist Single. Ja, deswegen kam mir wahrscheinlich auch direkt Teil 4. Ja, und du bist aber, also du bist ja Single, weil du sein möchtest, das ist nicht so. Natürlich, ich, ja. Du musst, hast ja die Schlange gesehen vor der Tür. Ja. Das waren also, Leute, die zum Blutspenden da waren. Ja. Aber das nehme ich auch. Nein, ich bin, also ich finde, wenn man so eine längere Zeit alleine ist, man denkt ja immer, ich verstehe das gar nicht, ich bin so unkompliziert, aber man wird, glaube ich, ein bisschen kauzig und ist dann auch gerne alleine. Bist du kauzig? Nein, ich natürlich nicht. Ist auch klar. Aber du musst doch tonnenweise auch Angebote bekommen. Vielleicht ist das das Problem, dass die Auswahl zu treffen. Oft, wenn man viel Auswahl hat, dann... Dass man überfordert. Das heißt, Choice Overload, das ist wirklich so. Ja, das ist ein Problem einer Generation. Also auch mal, ne, das ist wirklich so. Aber musst du dir oft so... Weil ich finde, es gibt ja schon so ein bisschen diese, in unserer Gesellschaft so ein bisschen so ein Single... Shaming, möchte ich fast sagen. Also, dass man sich so ein bisschen rechtfertigen muss. Erlebst du das oft, dass Leute so, Mensch, du bist doch eigentlich so eine tolle Frau, wieso hast du denn keinen abbekommen? Also das ist total interessant, weil das natürlich sofort impliziert, dass es daran liegt, dass der Mann nicht will. Ne? Ja. Also, eben, das meine ich, vor allem für Frauen. Gell? Also ich würde sagen, Shaming vielleicht nicht unbedingt, aber oft natürlich der Satz, der Richtige kommt schon noch. Ja. Als ob gib das, nicht auf, hang in there. Als ob das da dahin nur so ein sediertes, ich warte, bis ich endlich erlöst werde. Dass es bis dahin einem aber auch ganz gut geht, wird ja oft vergessen. Aber was du sagst, ist tatsächlich ganz interessant, weil es ist so dieses verklärte Bild, dass man sozusagen unter dem Druck ist, die große Liebe finden zu müssen. Mhm. Ne? Muss es das denn sein? Muss man die große Liebe finden? Oder gibt es die am Ende gar nicht? Also ich glaube, dass das natürlich eine Erzählung ist, immer dieses, es gibt den einen Richtigen, es gibt deinen Seelenverwandten und daran glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, es gibt viele Richtige. Okay, aber du zum Beispiel, du bist ja in einer Beziehung. Ja, das stimmt. Und wenn du aber ich war auch davor schon mal in einer Beziehung und ich war mit diesen Männern auch glücklich und ich war auch verliebt. Und ich glaube auch nicht, dass mein Mann der eine, ich hätte auch jemand anders treffen können. Also es ist super schön, dass ich ihn kennengelernt habe und ich liebe ihn. Aber es hätte, ich glaube eben nicht an diese Seelenverwandtschaft. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich ganz, aber weil Leute immer so, oh, magst du auch gern den Ozean und italienisches Essen? Dann sind wir wohl seelenverwandt. Also es ist mir zu einfach. Ja. Aber ich glaube nicht, dass diese Suchkategorien, die jeder so für sich hat, dass die wirklich dazu führen, dass man sich verknallt, sondern meist ist es ja was ganz anderes. Du hast von dir mal gesagt, du hattest viele, also wie soll man sagen, man sagt man wilde Jahre oder irre Dates, ist, glaube ich, das Zitat. Na, ich hatte auf jeden Fall gute und Jahre, an die ich gerne zurückdenke, weil ich mich amüsiert und vergnügt habe. Und gibt es da so ein paar Highlights, die man im Fernsehen, im öffentlichen Raum zu dem erzählen kann? Also, naja, was heißt Highlights? Ich glaube, wenn man so als Teenager, also die ersten Male verknallt sein, sind ja immer wahnsinnig schön. Und ich weiß, dass ich mal, das war natürlich total unrealistisch, weil ich war, glaube ich, 12 und war in meinen Tennislehrer verliebt, der 29 war oder so. Also meine Aussichten waren schlecht. Aber ich finde, in der Liebe muss es ja nicht immer realistisch sein. Also für was Realistisches muss man gar nicht erst aus dem Haus gehen. Man muss ja an diese Illusion glauben. Und da habe ich mich dann doch sehr oft beim Tennis angemeldet, sodass mein Vater sich schon wunderte, warum ich jetzt jeden Tag Tennis spielen möchte. Dann habe ich aber auch den Klassiker natürlich in den Skilehrer, in den Mathelehrer verknallt gewesen. Also so richtig, ja, der Mathelehrer. Was war das für einer? Aber ich stelle mir die jetzt gerade so mit Kortsack und mit Ärmelschonern. So war der auch. Okay. Aber er konnte wohl erklären, oder? Ich glaube, wir Mädels waren ehrlich gesagt alle in den verknallt. Und ich habe auch so Tagebuch, ich habe damals noch Tagebuch geschrieben, so richtig Einträge und habe dann auch aufgezeichnet. Also teilweise, wenn ich dann auf einer Party war und meinem Schwarm begegnet bin, wo ich lang gegangen bin und er, also richtig so mit Wegen und Diagramm. Und also dann habe ich ihn da getroffen. Also das war so richtig Schwärmerei. Dazu ja, so Mariah Carey, Whitney Houston, I Will Always Love You. Bodyguard war da total in den 90ern. Ja, so diese
Schmachthits von diesen geilen Sängerinnen. Und dann habe ich mich auch manchmal auf den Boden gewälzt in Embryostellung, wenn ich Liebeskummer hatte. Und dann haben die Nachbarn irgendwann zu meinen Eltern gesagt, wenn ihre Tochter noch einmal dieses Elton John Album hört. Ja. Also das ist doch eine schöne Zeit. Absolut, aber das mit den Diagrammen klingt so ein bisschen wie, wenn man so in so Hollywood-Filmen die Wohnungen der Serienkiller sieht, die so roten Fäden so gespannt sind. Und so. Aber man trifft ja irgendwann mal den Schwarm, den man als Teenager hatte, dann wieder. Und das ist dann oft entzaubernd. Ne? Ja, das ist auch so geil, wenn man denkt, oh, gut, dass das damals nichts geworden ist. Ja. Bist du eigentlich Single? Ich bin Single, ja. Ah, und suchst du? Also bist du? Ich bin offen. Ready to mingle. Ah. Es gibt, glaube ich, mehr Dating-Apps für Schwule und Lesben, als es sonst Dating-Apps gibt. Ich glaube, das würde ich nicht so unterstreichen. Ja? Ich glaube, in der Hetero-Welt sieht es auch aus, dass es unglaublich viele Dating-Apps gibt. Es gibt ja auch Apps, die, da geht es jetzt nicht darum, die Liebe fürs Leben zu finden, sondern... Die gibt es ja überall. Ja. Ja, ficken.de und poppen.de, also... Oh, so einfach. Das, ja. So einfach ist das wirklich? Kann ich mir merken. Ich sehe mich da schon sitzen, so bumsen. Wie hieß das nochmal? Mist. Rammeln.de. Verdammt. Synonym. Und wie läuft das dann? Also dann verabredet man sich um 15 Uhr und... Na, hattest du noch nie ein Date irgendwie online, wo du gesagt hast, hey... Ich noch nie ein Date online, nein. Ich würde also mit jemandem getroffen, nicht. Ihr hattet euch noch nie mit jemandem getroffen, dass ihr so gesagt habt... Nein, so, oh ja, Gott, wir sind so uncool. Wir sind so uncool, scheiße. Ich habe es immer geahnt. Ich denke dann auch, das ist halt wie beim Pizza bestellen, da habe ich Hunger und möchte eine Pizza. Aber, ist die dann in 20 Minuten oder 45 Minuten spätestens da? Weil dann habe ich ja vielleicht gar keinen Hunger mehr, weißt du? Ja, aber es kann auch eine Stunde dauern, es kann auch zwei Tage dauern. Ich glaube... Eine Stunde? Ja. Wie hieß das nochmal? Poppen.de. Clip, Clip, Hurra! Das war nur ein Clip aus der Sendung Gute Unterhaltung. Es ging um die Liebe und hier gibt es More. Ich würde sogar sagen Amor. Hier, klick doch! Klick, klick doch! Beweise, dass es nicht stimmt, wenn man sagt, dumm klickt gut. Hier! So,